Wahnsinn, hä? Das ist keine Asada, versuch's mal. Wow. Krasse Scheiße, der große Chefkoch kocht die ganze Nacht durch. Die Schnauze und koste erstmal am Mustus, komm her. Okay. Silvia. Ist das gut? Ja. So etwas werden wir kochen. Heute kommt der wichtigste Restaurantkritiker der Stadt. Sie wollen auf einmal ein Künstler sein. Seien Sie ein Künstler in Ihrer Freizeit. Das ist mein Restaurant. In der Küche bestimme ich, das war unser Deal. Der Deal hat sich geändert. Entweder Sie kochen das oder Sie gehen. Das heißen Sie feuern mich? Nein, ich sag Ihnen bloß, was ich gewillt bin zu tun. Wenn Sie nicht mein Menü kochen. Sie ist da, die Kritik ganz ist voll. Da. Seine dramatische Gewichtszunahme lässt sich nur so erklären, dass er das ganze Essen aufisst, das in die Küche zurückgeschickt wird. Ich finde nicht gut, was er über dich geschrieben hat. Ich auch nicht. Wen interessiert? Ich schon, denn ich hätte es besser machen können. Ich hätte den Scheiß kochen sollen, den ich kochen wollte. Es gibt Chefköche, die kochen das, woran sie glauben. Und die Leute versuchen es, weil sie neuen Erfahrungen gegenüber offen sind. Und letzten Endes mögen sie es. Hey, was tust du da? Dieser Kerl. Tust nicht, was schreibst du da? Chef, nicht. Das ist keine Idee. Hört einfach zu. Ich schick's erst, wenn ihr sagt, dass es okay ist. Wieso kommen Sie heute nicht wieder? Ich habe ein ganz neues Menü für Sie, Arschloch. Gib das her. Gib mir das Handy. Jetzt hast du es geschickt, Bro. Wieso hast du das getan? Das kannst du nicht rückgängig machen. Dad, hast du da gestern Abend was gepostet? Leck mich an. Wow. Ist euch klar, wie viele Leute das gelesen haben? Du liegst voll im Trend, Bro. Du wirst nie glücklich werden, wenn du für jemand anderen kochst. Imbisswagen ist eine Spitzenidee. Wir reden hier von einem weißen 88er Chevy One Man Imbisswagen. Das ist wie eine leere Leinwand für deine Freunde. Ich lasse ihn für dich vorfahren. Danke. Bedank dich erst, wenn du ihn gesehen hast. Und was hast du jetzt vor? Du wirst lachen. Tony, Karl hat sich einen Imbisswagen geholt. Wirklich? Ich war so neidisch, als du mir das erzählt hast. Ich dachte mir, das will ich auch. Was ich tue, berühre ich die Herzen der Leute. Und ich liebe es. Und das will ich mit dir teilen. Was tust du da? Ich streue mir etwas Speisestärke auf meine Werwölfe, Mann. Da unten ist es viel zu feucht. Dad, wach auf. Martin streut sich Speisestärke auf seine Eier. Ist auch was? Fühlt sich an wie Babypuder. Ist gut, oder? Total. Henderson! Una vez más.